Maestro droppt sein Statement und spricht eine Stunde lang über Mois. Heute gibt es die Antwort, die ebenfalls eine Stunde lang geht. Entführungen, Verrat, Manipulation, Diebstahl und Erpressung. Alles ist mit dabei. Für einen jungen Mann, der einfach nur mit YouTube sein Geld verdienen wollte, ist das irgendwann zu viel. Mois bricht zusammen und spielt mehrmals mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen. Nur der Gedanke, dass seine Frau und seine Kinder da sind, hält ihn auf. Auch im Statement muss er mehrmals mit den Tränen kämpfen. Besonders solche Aktionen, die Sinan dann gebracht hat, spielen da eine wichtige Rolle. Denn während das Vertrauen von Mois gebrochen ist, bricht Sinan mit einer weiteren Person in den Keller ein und klaut das Mikrofon und weiteres Equipment. Das behauptet nun Mois und liefert erstmals passende Beweise. Auf die Sachen mit Maestro geht Mois nicht wirklich ein, sondern versucht seinen Fehler einzusehen und seine Version der Geschichte zu erzählen. Das kommt aber nicht bei allen aus der Szene gut. Dazu dann in der nächsten Story mehr. Währenddem kriege ich mit, dass das Mikrofon geklaut wird und in mein Studio eingebrochen ist. Und ich sage, boah, ich muss, es ist voll schwer auch nicht zu weinen gerade, voilà. Es ist richtig schwer nicht zu weinen auch gerade. Und das war so, ich habe immer vor Attila und allen immer so sehr hart getan, voilà. Ich habe auch, keine Ahnung, vielleicht wusste Attila gar nicht, dass es mir so ging, aber Attila, genau so ging mir das. Es ging mir genau so, wie ich dir das gerade erzähle, weil wir haben uns doch gar nicht gesehen danach. Du vermutest alles in deinen Videos und sagst, irgendwer hätte dir erzählt, dass ich schlecht über dich rede. Als du mir das gesagt hast auf Instagram, Attila meinte, Dobrindt hätte das erzählt und Alpa. Ich habe ihm geschrieben, dass ich mich mit denen trenne. Ich habe mich mit denen getrennt. Aber danach hast du halt mit denen Videos gedreht. Ich habe mich mit denen getrennt, als ich das gehört habe. Das sind Sachen, die du gehört hast. Aber wie es mir ging, ist halt so, das ist die Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben. Nach meiner Entführung. Okay? Das jetzt. Da wurde doch unser Mikrofon geklaut. Ja, wurde er. Nicht nur Mikrofon, auch die Chain. Auch PC, alles, was da drinnen ist. Und ich habe noch nie gesagt, wer das geklaut hat. Ich habe noch nie erzählt, wer das war. Ich habe es nicht erzählt, weil die, die es waren, halt meine Brüder waren. Und das mich traurig gemacht hat. Und sie haben auch Mütter, die ich auch kenne. Und ich wollte nicht, dass dieser Jungs schlecht dastehen. Ich habe es nicht erzählt. Aber Mikrofon wurde geklaut von Sinan und Nabil. Die Jungs haben ihn geklaut. Als ich dann weg war aus Deutschland, nachdem ich entführt wurde und einen Monat nicht da war, haben die halt angefangen zu reden. Jetzt ist er weg. Und wir haben für ihn Pampers gekauft und wir haben das gemacht. Und lasst uns denn jetzt beklauen. Dann hat Nabil und Sinan den Plan gemacht und die Sachen geklaut. Das Mikrofon und dieses... Diese Sachen hat er in die Kette. Sache ist da. Bitte? Ja, ist schnell möglich, hol ich dir das. Schnell möglich, jetzt von Khan, Allah. Welche Zeit sagt er? Was heilt sich jetzt? Jetzt bist du heilig. Zwei, drei Tage. Schön, Kortlina haben wir heute schon. Ah, Hinz mit Challenge. Wo sind die jetzt? Versteckt. Damals schon irgendwo. Ins Versteck? Hast du ihm gesagt, dass ich das eigentlich wieder auftauchen lassen wollte, aber ohne meinen... Ja, Juril reit schon, wo er umspürst, der hat sich auch schon, Juril, wenn du schon Siro hat, er hat Sag ich mir, diese Aktion kam die mir zuvor. Und der Erste, den ich angerufen hatte, um zu fragen, wer glaubst du war das, war Sinan. Das hat mich sehr traurig gemacht. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr das Statement von Mois und glaubt ihr, dass dieser Beef noch komplett eskalieren wird? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.